des Jahresprogramms Nicht kampflos, die vielfältigen Formen des jüdischen Widerstands, stellen wir heute den Lebensweg von Ernst Fraenkel dar. Ernst Fraenkel wurde 1898 in Köln geboren. Schon als junger Mensch war sein Leben geprägt von tiefen Einschnitten. Er war 10 Jahre alt, als erst sein älterer Bruder und dann sein Vater starben. Nur 2 Jahre später verlor er auch seine Mutter. Fraenkel und seine Schwester Martha wurden dann von 2 Onkeln in Frankfurt aufgenommen. Dort bestand er 1916 das Notabitur. Es herrschte Krieg. Selbstverständlich meldete sich Fraenkel freiwillig zum Kriegsdienst. Seine Einheit wurde an die Westfront verlegt, wo er an verschiedenen Schlachten teilnahm. 1918 wurde er verwundet. Die Kriegserlebnisse hatten ihn verändert. Die Parolen, die in der Heimat von alten Männern gedroschen wurden, schreckten ihn ab. An der Front gab es nichts Heldenhaftes, sondern nur Blut, Dreck und Hunger. Deshalb engagierte er sich kurzzeitig in einem der neu entstandenen Soldatenräte. Er hatte Kameradschaft erlebt, die über alle gesellschaftlichen Schranken hinwegging. 1919 begann er sein rechtswissenschaftliches Studium in Frankfurt am Main und wurde Schüler von Hugo Sinzheimer, der sich mit Arbeitsrecht und Rechtssoziologie beschäftigte. Mit anderen Studierenden analysierte Fraenkel, Max Weber und Karl Marx. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen promovierte er. Während des Referendariats erlebte er die wenig kontrollierte, teilweise sehr selbstherrliche Lebenswirklichkeit von Richtern. Auf diesen Erfahrungen fußte seine Arbeit zur Soziologie der Klassenjustiz. Fraenkel kam mit dem Deutschen Metallarbeiterverband der Gewerkschaft in Verbindung. 1927 ließ er sich als Rechtsanwalt in Berlin nieder, gemeinsam mit seinem früheren Studienkollegen Franz Neumann. Sie verlegten ihre Kanzlei in das neu errichtete Gebäude des Deutschen Metallarbeiterverbandes, dessen Syndikus Fraenkel wurde. Politisch gehörte er der linken SPD an. Immer wieder warnte er vor den Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten kamen 1933 an die Macht. Fraenkel hatte sich zwar von der jüdischen Religion gelöst, doch für die Nazis galt er als Jude. Es wurde ein allgemeines Gesetz über die Zulassung zur Anwaltschaft erlassen. Nun mussten sich alle, die als jüdisch galten, erneut um ihre Zulassung bemühen. Für Rechtsanwälte, die schon vor 1914 zugelassen waren oder die als Frontkämpfer galten, wurden Ausnahmen gemacht. Neben positiven Befürwortungen musste erklärt werden, dass die neue Rechtsordnung anerkannt wurde. Fraenkel war in dieser ganzen Reihe von Anträgen der Einzige, der deutlich machte, dass die neuen Regeln nicht rechtsstaatlich waren. Ich werde, falls ich zur Anwaltschaft auch in Zukunft zugelassen werden sollte, getreu meinem Anwaltseid meine Pflichten als Rechtsanwalt nach Maßgabe der jeweils gültigen Gesetze gewissenhaft erfüllen. Eine Erklärung dahingehend, dass ich die Vereinbarungen, die meine zeitweise Behinderung als Anwalt begründen, anerkenne, lehne ich ab, da ich diese Vereinbarungen nicht kenne. Trotz dieses offenen Widerspruchs zu den neuen Regeln wurde ihm als Frontkämpfer die Zulassung als Anwalt wieder erteilt, seinem Sozius Neumann nicht. Die Kanzlei im Metallarbeiterhaus wurde am 2. Mai 1933 von SA besetzt. Die baumlangen SA-Lümmel, die an jenem 2. Mai in Franz Neumanns Arbeitszimmer eindrangen, symbolisierten den Zusammenbruch der Gewerkschaften. Den Triumph des Diktators, die Herrschaft des Pöbels. Der 66-jährige Vorsitzende Alfred Dünnebacke wurde mit gezücktem Revolver auf die Straße gejagt. Franz L. Neumann floh umgehend nach England.
Über die illegale Arbeit versuchte Fränkel, der Etablierung des nationalsozialistischen Systems Einhalt zu gebieten und traf sich mit Gewerkschaftern und Genossen. Zu ihnen gehörte auch Alwin Brandes, der wie Fränkel im sogenannten Fliegerviertel in Tempelhof wohnte. Bei einigen dieser Treffen wurden sie von der Gestapo beobachtet. Fränkel nahm auch Kontakt zum Internationalen Sozialistischen Kampfbund ISK auf. Er schrieb Flugblätter, die als Vorlage aus dem Land geschleust, im Ausland gedruckt und über die Internationale Transportarbeitergewerkschaft wieder eingeschmuggelt und verteilt wurden. In der Pariser Emigrantenzeitschrift Sozialistische Warte schrieb er unter einem Pseudonym: Der Sinn illegaler Arbeit ist nur sinnvoll, wenn sie sichtbar ist, und warnte zugleich: Die illegale Arbeit ist sichtbar, der illegal Arbeitende ist unsichtbar. Fränkel war mutig, auch bei der Übernahme seiner Mandate. Er verteidigte Menschen, die gefoltert wurden, weil sie Gegner der Nazis waren, und verteidigte 50 Frauen, die wegen eines Aufstands im Zuchthaus Jauer in Schlesien angeklagt waren. Tatsächlich hatten sie an einem Abend leise gemurmelt. All diese Erfahrungen sowie die Rechtsprechung, soweit er an die Urteile herankam, verarbeitete er in einem Typoskript, dem er den Titel Der Doppelstaat gab. Das Material war so brisant, dass es versteckt werden musste. Der Doppelstaat. Der NS-Staat zerfiel einerseits in einen Maßnahmenstaat, in dem sich willkürliche Gewalt der Partei Bahn brach, und in einen Normenstaat, der noch Reste des alten rechtsstaatlichen Systems fortführte und damit für teilweise Kontinuität im Zivilrecht und Handelsrecht sorgte, was für Eigentumsbestimmungen besonders wichtig war. In der sehr konkreten Darstellung nannte er zahlreiche Namen von Vertretern der nationalsozialistischen Rechtslehre und Rechtsprechung, unter anderem Karl Forsthoff. Zwischen Normenstaat und Maßnahmenstaat existierte ein symptomatisches Nebeneinander von rationalen und irrationalen Momenten. In diesem Doppelstaat erkannte Fränkel die organisatorisch-politische Ausdrucksform der Symbiose zwischen Kapitalismus und Nationalsozialismus. Zugleich lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Rechtsstellung der Juden, für die ein Status innerhalb des Staatswesens geschaffen worden war, ohne jegliche bürgerliche Rechte. Fränkel arbeitete bis 1938 an dem Manuskript. Anders als in der Schrift über die illegale Arbeit von 1935 ist der Doppelstaat deutlich distanzierter. Während er mit der Schrift über die illegale Arbeit noch zur Subversion, zum Widerstand aufrief, hat er nun weitgehend die Hoffnung verloren, dass eine Beseitigung des nationalsozialistischen Systems von innen her möglich war. Für ihn persönlich ist deutlich spürbar, dass er selbst nicht mehr dazugehörte. Er war ein Ausgegrenzter und war nun vollends in Gefahr. 1938 beantragte er einen Pass, in den schon groß ein J eingestempelt war. Im September 1938 flog er nach London. Das Typoskript des Doppelstaats wurde in französischem Diplomatengepäck aus dem Land transportiert. Fränkels Frau Hanna, die als nicht jüdisch galt, löste inzwischen das Haus in Berlin auf. Sie folgte ihm und gemeinsam reisten sie in die USA weiter. Fränkel musste zuerst die Sprache lernen. Er überarbeitete den Doppelstaat und fügte Passagen ein, um es für die amerikanischen Leser verständlicher zu machen. 1941 erschien das Buch unter dem englischen Titel Dual State. Fränkel entschloss sich 1939 zu einem erneuten Studium.
Während er ab 1939 in Chicago noch einmal Jura studierte, verdiente seine Frau als Haushaltshilfe das Geld für den Unterhalt. Nach Abschluss des Studiums arbeitete Frenkel in New York für zwei Flüchtlingsorganisationen und übernahm 1944 eine Stellung bei der Foreign Economic Administration, FEA, einer staatlichen Institution, die die Besetzung Deutschlands vorbereiten sollte. Im gleichen Jahr erlangte er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach Kriegsende wurde die FEA aufgelöst. Frenkel wollte auf gar keinen Fall nach Deutschland zurückkehren und nahm das Angebot des State Department an, nach Korea zu gehen. Die amerikanischen Truppen hatten die japanische Besatzung abgelöst und es sollte ein demokratisches System aufgebaut werden. Frenkel war als Jurist, als Richter, aber auch als Gestalter der südkoreanischen Verfassung tätig. Mit Ausbruch des Koreakrieges wurden Frenkel und seine Frau evakuiert. Nun nahm er die Werbung Otto Suhrs, ein Freund aus Berliner Zeiten, an, nach Berlin zurückzukehren. Nach einigen Lehraufträgen wurde er schließlich Professor an der Freien Universität Berlin, an der Politologischen Fakultät, später dem Otto-Suhr-Institut. Nun analysierte er die US-amerikanische Verfassung und später allgemein die westlichen Demokratien. Nach anfänglich großem Zuspruch der Studentenschaft wandelte sich ab 1968 die Situation an der Universität. Frenkel sah die Entwicklung mit Besorgnis. Nach seiner Emeritierung übernahm er teilweise noch die Leitung des John F. Kennedy Instituts der FU, arbeitete auch an einer erstmaligen deutschen Ausgabe des Doppelstaates. Er starb im März 1975 in Berlin.